Tor! Nein, wir sind nicht mehr in Moskau. Die Fußballweltmeisterschaft ist ja auch zu Ende. Gekickt wird hier trotzdem in Köln bei 28 Grad. Von der glühenden Hitze lässt man sich hier aber nicht unterkriegen. Schließlich geht es um einen guten Zweck. Also rundum finde ich es eine gelungene Veranstaltung, weil wir einfach sehr viel Spaß auf dem Platz hatten. Und das war für mich das Wichtigste. Es ist das Benefizspiel für die Scoring Girls. Ein Projekt, das 2016 von Ex-Fußballprofi Tuba Tekkal ins Leben gerufen wurde. Doch was sind die Scoring Girls eigentlich? Scoring Girls richtet sich an Mädchen im Alter von 8 bis 18 Jahren, die zum einen aus Flüchtlingsunterkünften kommen und auf der anderen Seite aus sozial benachteiligten Familien. Und das sind Mädels, die sich beispielsweise einen Vereinssport nicht leisten können. Und deswegen kriegen sie einmal die Woche kostenlos Training von mir. Der 33-Jährige ermöglicht es den Mädchen, sich somit besser zu integrieren. Silva und Melika sind erst seit 3 Jahren in Deutschland. Man lernt hier neue Freunde kennen, lernt die Sprache und hält sich fit. Ich liebe Fußball. Also ich weiß nicht. Also Fußball ist mein ganzes Leben. Ich finde das gut, weil also ich konnte in Iran nicht Fußball spielen und wenn ich auch durfte, musste ich in eine Turnhalle mit Kopftuch. Und ja, das finde ich total gut. Auch die 200 Zuschauer sind begeistert. Beim Spiel stehen auf der einen Seite die Mädchen von den Scoring Girls, auf der anderen Seite Promis wie Journalistin Anne Will auf dem Platz. Bei dem Wetter ziemlich kräftezehrend. Also es war mega anstrengend, deshalb bin ich auch total verschwitzt, weil es ist irgendwie, weiß ich nicht, 32 Grad und der Boden ist wahnsinnig heiß. War anstrengend, aber hat super viel Spaß gemacht, super viel Spaß gemacht. Und ist ja für eine gute Sache. Wenn man Integration ernst meint und wenn man was dafür tun will, dann geht das zum Beispiel so, indem man Mädchen die Chance gibt, unter professionellen Bedingungen Fußball zu spielen und miteinander zu spielen. Auch sie spielt mit Moderatorin Shari Reeves. Ich find's großartig. Also ich find's gerade für solche Sachen, es passieren so viele üble Sachen in der Welt gerade zur Zeit und es ist so wichtig zu helfen. Trotz Hitze kamen alle auf ihre Kosten. Das Spiel endet übrigens 3:3. Ein Ergebnis, mit dem alle zufrieden sein dürften.